Deutsche mit Nazi-Hintergrund, noch so eine aufgeheizte Debatte, die irgendwie ganz vieles ausblendet. Dabei ist es alles so einfach. Ich bin eine Deutsche mit Nazi-Hintergrund. Das kann ich nicht wegdiskutieren. Meine Familie war keine Familie von Widerstandskämpfern. Wenn ich durch die Fotoalben meiner Familie gehe, sehe ich durchaus Verwandtschaft in SS- oder Wehrmachtsuniformen. Wenn ich mit vielen spreche, höre ich durchaus alte Geschichten und merke aus diesen Geschichten, dass weggeschaut wurde. Meine Eltern sind 1939 geboren. Für sie war es total schlimm, in den 50er, 60er Jahren erwachsen zu werden und in der Zeit, in der ihnen vollkommen bewusst war, dass sie in einem schuldbeladenen Land leben, dass ihre Eltern tätig mitgearbeitet haben. Und sie haben dann versucht, das alles zu vergessen. Sie haben versucht, nach vorne zu schauen. Dann wurde mit der Wirtschaftskraft des Marshallplans die Wirtschaft in Deutschland angekurbelt. Das Land konnte das Gefühl haben, dass wenn sie nur fleißig genug sind, sie von diesem anderen Leben, diesem alten Leben Abschied nehmen können. Das hat sich bis heute gehalten. Deutschland ist sehr stolz auf sich. Deutschland ist ungemein selbstgefällig, weil vieles, was wir erreicht haben nach Ende des Zweiten Weltkrieges, basiert auf der Großzügigkeit anderer Länder und aus der Ausbeutung anderer Länder. Das vergessen wir aber ganz gerne. Genauso gerne, wie wir kategorisieren. Wir sind die, die Deutsche in Deutsch, Biodeutsche und Deutsche mit Migrationshintergrund unterteilen. Wir sind die, die permanent irgendwelche Kategorisierungen für andere Menschen finden. Und das Problem bei diesen Kategorisierungen ist ja, für uns scheinen sie irgendwie neutral zu sein, sind sie aber natürlich nicht. Deutsche mit Migrationshintergrund haben einen anderen Stellenwert als Biodeutsche, wenn man es ausspricht. Wenn man überhaupt diese Unterscheidung bei Menschen trifft, dann entscheidet man sich für eine Hegemonie. Es ist hegemoniales Denken, sie jeden Menschen irgendwie zu klassifizieren. Und wenn wir aber selbst klassifiziert werden, denn so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder raus. Wenn wir selbst klassifiziert werden, ist die Empörung groß. Wir wollen nicht darüber reden, dass wir Deutsche mit Nazi-Hintergrund sind. Wir wollen darüber reden, dass wir ein wirtschaftlich starkes Land sind, dass wir die besten Autos bauen, dass wir das beste Gesundheitssystem haben, dass wir am besten im Umweltschutz sind, dass wir Pazifisten sind, dass wir den Nationalsozialismus ganz, ganz hervorragend aufgearbeitet haben. Haben wir nicht. Spätestens seit Beginn der Pandemie sackt all dies in sich zusammen und wir werden wieder auf ein Normalmaß zurückgestutzt. Und das macht diese Auseinandersetzung mit Menschen mit Nazi-Hintergrund einfach noch schlimmer, weil wir merken auf der einen Seite, dass wir zurechtgestutzt werden und dass wir hart an der Zukunft arbeiten müssen. Und auf der anderen Seite sind dann die, die von außen kommen, sagen uns dann plötzlich noch, die nicht mal von außen kommen, die hier geboren sind, mit uns leben und die Deutsche sind, sagen uns plötzlich, ihr seid Deutsche mit Nazi-Hintergrund. Empörung groß. Tut mir leid, liebe Mitbürger. Es ist einfach wahr. Und wenn wir es nicht schaffen, Menschen als Menschen zu bezeichnen, wenn wir Kategorisierungen brauchen, müssen wir damit leben, dass andere Menschen uns auch kategorisieren. Swallow it.